Moin Leute und hallo zu Warten Barbecue. Wir hatten euch das bereits versprochen, dass wir der Märklinger so eine kleine Playlist, so eine schöne Videoserie drehen wollen. Und wie ihr seht, ich fahre dann ja auch gern mal durch die Gegend. Ich muss nämlich ein Stück fahren, damit ich hier so einen Märklinger überhaupt auftue. Und da bin ich hier bei Lars Hassler. Der ist nämlich Markenbotschafter von Märklinger und der hat so ein Gerät hier in Timmel stehen. Richtig. Ne, Lars? Richtig. Ja, und wir haben uns überlegt, wir zeigen heute mal eine Neuheit vom Märklinger. So als erstes Video aus unserer Reihe. Karfreitags gutes Wetter basteln an Anleitung. Ganz genau. Wir basteln heute mal und wir haben bereits gebastelt. Ja, so sehen wir auch, ne? Ja, mach hoch die Tür, die Tor mach weit. Ja. Klapp mal runter die Geschichte. Ja. Wir haben nämlich hier eine Rotisserie für den Märklinger und die haben wir selber eingebaut. Ne? Ich kann nichts und Lars hat mich dabei unterstützt. Ja, zusammen können wir noch weniger. Ganz genau. Also hier Rotisserie, ich sag mal so, wir haben hier sogar Spieße. Rotisserie zeigen wir euch nachher genauer. Ja. Ja, und so ein bisschen mitnehmen können wir sie auch beim Einbau. Ne? Ja, ich denke mir, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja. War jetzt nicht so das Allerschwerste. Ich sag mal so, letztendlich sehen die wahrscheinlich 3-4 Minuten. Wir haben 5 Stunden gebraucht. Ja, gut. Ja. Wir haben uns ja auch Zeit gelassen. Ja, wir haben wieder zu viel gesabbelt. Ganz genau. Ja, wie gesagt, dieses Format soll es jetzt öfter geben. Auch das haben wir bereits im Vorlauf schon mal gemeldet. Und Märklinger, wie gesagt, der kann nicht nur einen Schnitzel grillen, der kann auch alles andere. Richtig, ne? Richtig. Und wie gesagt, wir sind hier bei Holzfeuer. Aber ich will auch nicht zu viel vorausnehmen. Ich denke mir mal, das sollten wir nicht machen. Das kommt alles peu à peu hier auf meinem Kanal bei Watten Barbecue. Hast du denn auch schon erwähnt, dass man dich dann übrigens auch, oder wir uns, auf dem Land, ne? Wir sind auf dem Land, genau, da sind wir. Dass wir beide auch in Königsbrunn dabei sind, beim Märklinger Food Festival. Ja, über den 1. Mai. Richtig. Habe ich noch nicht erwähnt, nee. Können wir aber jetzt eben erwähnen. Wo wir gerade im Thema sind. Obwohl, erwähn du doch. Ich erwähne? Ja, erwähn dich mal. Also, wir uns beide auch nochmal persönlich, also wir sind ja nun nicht ganz frei von Humor nochmal so ein bisschen erleben will, der sollte am besten nach Königsbrunn kommen zum Food Festival. Da werden wir, glaube ich, auch ein bisschen auf der Bühne rumhampeln. Ja, ich hoffe, also bin auch schon ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ja. Aber pudern und so machen wir vorher. Aber wir haben ja den Märklinger mit. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja. Der klaut uns dann die Show und dann ist alles gut. Ja, wir gehen einfach beiseite. Ja, wunderbar. Ja. Nur mal so nebenbei erwähnen, für den Fall, dass der ein oder andere mal... Königsbrunn. 29. bis 2. 1. Mai. Oder 1. Mai. 1. Mai, ja. Okay. Ja, quer durch Deutschland. Ja. Naja, gut. Was tut man nicht alles, wenn man einen guten Grill hat? Okay, dann würde ich sagen, kommt mal ran und und folgt uns einfach mal, wie wir das Ding hier zusammengebastelt haben. Also, ich kann schon vorwegnehmen, ich bin begeistert. Ja, es wird auf jeden Fall geil und wir werden es ja gleich noch ausprobieren. Ganz genau. Ja. Aber das seht ihr auch in einem anderen Video. Das bleibt bei uns. Bleibt bei uns. Ja. Also, bis gleich. Monte. Thank you.
Ja.